Im heutigen Markeflüster geht es ausnahmsweise mal nicht um die Aktienmärkte, sondern um etwas Wichtigeres, nämlich um uns. Und eins war ja immer im Fokus in letzter Zeit durch diesen Ukraine-Krieg. Massiv steigende Energiepreise, Brent über 118 Dollar, Gaspreis explodierend. Aber jetzt kommt ein anderes Thema auf uns zu, was viele vielleicht gar nicht so auf dem Zeiger haben. Und jetzt geht es gewissermaßen ans Eingemachte. Es geht ums Mentale und es geht um Informationspolitik und Krieg. Es geht um die Besetzung von Narrativen, über Wahrheiten und über Dinge, die uns jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich beschäftigen werden. Fangen wir mal damit an, was derzeit der Fall ist in Sachen Ukraine. Da hatte Monsieur Macron telefoniert mit Putin und Putin hat gesagt, dass wir werden unter allen Umständen unsere Ziele in der Ukraine erreichen. Und hat gewarnt, dass der Westen respektive die Ukraine vor allem versuchen würde, hier Zeit zu gewinnen. Hier unten sehen wir die Herrschaften, die Verhandlungsführer der jeweiligen Delegationen, wie sie hier miteinander versuchen klarzukommen. Macron jedenfalls hat klargemacht, bereitet euch auf das Schlimmste vor, nachdem er mit Putin telefoniert hatte. Das scheint ziemlich kühl gewesen zu sein. Putin sehr, sehr auf seine Position bedacht. Da war nichts, was uns irgendwie Sicherheit geben könnte, hat Macron dann wörtlich gesagt. Also nicht so ein ganz tolles Omen. Und Sie kennen vielleicht Zbigniew Brzezinski, ein Amerikaner, der maßgeblich ja die Republikaner beraten hat, Präsidenten beraten hat über Geostrategie, sicherlich polnischstämmig, und der hat gesagt, die Unabhängigkeit der Ukraine beraubte Russland seiner beherrschenden Position am Schwarzen Meer, wo Odessa das unersetzliche Tor für den Handel mit dem Mittelmeerraum und der Welt jenseits davon war. Und Brzezinski weiter, ohne die Ukraine ist Russland kein eurasisches Reich mehr. Unter geopolitischem Aspekt stellte der Abfall der Ukraine einen zentralen Verlust dar, denn er beschnitt Russlands geostrategische Optionen drastisch. Und wenn wir uns das jetzt mal vergegenwärtigen, warum Putin offenkundig so fanatisch an dieser Situation festhält, nämlich wir müssen die Ukraine aus russischer Sicht mehr oder weniger dahin bringen, wo wir sie haben wollen, nämlich auf jeden Fall nicht irgendwie unter dem Einfluss des Westens. Deswegen 2014 schon die Krim, die man hier mehr oder weniger annektiert hat, weil da auch die Schwarzmeerflotte ist, und dementsprechend jetzt eben auch Odessa. Wir merken uns den Namen schon nochmal. Zbigniew Brzezinski, ein großartiger Vordenker, der natürlich manches sehr offen ausgesprochen hat. Ja, polnischstämmig, wie gesagt, und die Polen schaffen es ja in diesem Namen Zbigniew Brzezinski so viele Konsonanten unterzubringen und so wenig Vokale. Ich habe Polnisch mal gelernt, jahrelang, und viel Zeit in Polen verbracht, unter anderem in Danzig, in dem Stadtteil Brześć. Das ist also ein Wort mit 7 Buchstaben, wo nur ein Vokal vorkommt, aber 6 Konsonanten. Das schaffen nur die Polen, meine Damen und Herren. Das ist eine absolute Leistung. Kommen wir zurück zur Ukraine. Wir sehen hier mal die Stoßrichtungen, die hier die russische Armee geht. Cherson ist hier wichtig, Mariupol ist wichtig und vor allem Odessa ist wichtig. Oben Charkiw ist wichtig und natürlich Kiew. Das sind die zentralen Orte, um die es jetzt gehen wird. Wir haben jetzt vor einigen Minuten die Meldung bekommen durch die Verhandlungsdelegationen, dass man nicht die Resultate erreicht habe, die man sich erhofft habe. Aber immerhin will man einen Korridor für Zivilflüchtlinge errichten und, das hat die Märkte dann teilweise beflügelt, eben dann temporär zumindest einen Waffenstillstand vereinbaren, damit hier Flüchtlinge offenkundig abziehen können, nicht bombardiert werden, dass die also einigermaßen sicher sein können auf ihren Routen. Und in diesem Kontext plötzlich jetzt heute die Meldung gekommen, dass hier möglicherweise der Deal mit dem Iran jetzt kurz vor Vollendung steht. Der Iran war ja der Paria schlechthin. Jetzt haben wir die Situation gehabt, dass die Energiepreise explodiert sind und jetzt man faktisch kein Öl mehr aus Russland bezieht. Das ist ja die derzeitige Situation. Da kommt es natürlich sehr gelegen, wenn dann plötzlich der Iran wieder
ins Spiel kommt und als Ersatzlieferant gewissermaßen auftreten könnte. Also sicherlich kein Zufall, dass jetzt plötzlich die Iraner nicht mehr ganz so böse sind wie früher aus Sicht des Westens, sondern viel netter geworden sind jetzt in relativ kurzer Zeit. Und das ist natürlich auch ein geopolitischer Schachzug, wahrscheinlich der Amerikaner, um Putin diese Waffe ein bisschen aus der Hand zu nehmen, nicht völlig sicherlich, aber doch die Schärfe seines Schwertes, nämlich die Öl- und Gasexporte, zumindest ein bisschen zu minimieren. Und das ist nötig. Schauen Sie sich mal den Bloomberg Commodity Index an, also Rohstoffindex. Jetzt in der besten Woche gewesen seit dem Jahr 1974. Ich hatte mehrfach schon von dem Energieschock gesprochen, dem wir jetzt ausgesetzt sind. Es gab ja die Ölkrise. Es gab den Golfkrieg etc., aber das hat jetzt eine Dimension erreicht, die so vielfältig ist. Es geht nämlich jetzt nicht nur um Energie, sondern auch noch um etwas anderes. Doch dazu gleich mal mehr. Denn heute ist Kherson gefallen, also eine Stadt mit 300.000 Einwohnern. Bisher der erste größte militärische Erfolg für die Russen, der ganz offenkundig ist, dass man also eine Großstadt einnehmen kann. Und wir sehen, Kherson ist strategisch sehr wichtig, denn jetzt bewegen sich die russischen Truppen in Richtung Odessa. Und Odessa wird uns noch beschäftigen, wird uns in den nächsten Tagen wahrscheinlich beschäftigen, wird uns wahrscheinlich aber noch ganz lange beschäftigen. Warum, will ich gleich zeigen. Jedenfalls interessant, wenn wir jetzt bei diesen geopolitischen Auseinandersetzungen sind, dass heute China sich erwartbar enthalten hat in Sachen Ukraine-Krieg bei der UNO. Aber jetzt hatte der Außenminister gesagt, der chinesische Außenminister, diejenigen, die das Problem geschaffen haben, sollten jetzt auch wenigstens versuchen, es zu lösen. Also er hatte praktisch ganz klar den Amerikanern die Schuld zugeschoben. Ihr wart es, die das Problem geschaffen habt, nicht Russland. Also eine indirekte, klare Parteinahme der Chinesen für die Russen. Und wir haben ja vorhin gehört, dass Macron mit Putin telefoniert hat. Und jetzt machen wir mal das Dreieck. Macron, Putin und die Chinesen. Heute die Meldung in der chinesischen Times, dass hier Frankreich und China, Global Times genauer gesagt, Frankreich und China, ihre Renminbi Cross-Border Interbank Payment Systems Beziehungen verstärken wollen. Also das ist eine interessante Geschichte. Russland ja durch den Ausschluss von SWIFT und die Abkappung der russischen Zentralbank ja zunehmend auf China angewiesen in dieser Situation. Jetzt machen die Franzosen offenkundig einen Deal und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Meldung nicht stimmte seitens der Chinesen mit den Chinesen. Sehr, sehr interessante Geschichte. Jetzt kommen wir mal zu der mentalen Situation, was jetzt gerade passiert. Was Sie hier sehen, ist eine Meldung von Radio Prag International, und zwar ist es so, dass dort der oberste Staatsanwalt mitgeteilt hat, dass wer Sympathien für Putin offen zeigt und für diesen Krieg, würde man ja sozusagen gleich im selben Atemzug sagen können, der macht sich strafbar, kann sich strafbar machen. Das heißt, hier wird sozusagen schon eine Art Mobilmachung, eine geistige Mobilmachung passiert hier gerade in einigen westlichen Ländern. Wir hören, dass irgendwelche Dirigenten, dass ein Dirigent in München entlassen wurde, weil er Sympathie für Putin habe. Wir hören, dass einzelne Russen, Russlanddeutsche oder Russen gemobbt werden hierzulande. Wir hatten die Meldung, dass ein Lokal Russen den Zutritt verboten hat. Und hier viele Russlanddeutsche sind natürlich jetzt in einer sehr seltsamen Situation. Und hier hat der Verband der Russlanddeutschen klar gesagt, aggressive Handlungen der russischen Führung sind nicht mit den Menschen aus Russland gleichzusetzen. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Wir haben über 1 Million Russlanddeutsche und jetzt in irgendeiner Form Feindschaft gegen diese Menschen hier an den Tag zu legen, ist absolut unangebracht. Das muss man ganz klar sagen und treibt sie eher auf die Seite Putins. Natürlich ist da ein kulturelles Muster noch da, ein kulturelles Erbe da, das natürlich über die Sprache kommt, über die Kultur kommt etc. Es sind wie gesagt über 1 Million Russlanddeutsche. Man darf sich nicht ausmalen, was passiert, wenn hier mal ein Anschlag ist, zum Beispiel, wenn die Dinge sich radikalisieren. Dann könnten wir Situationen erleben, wie sie Henrik Broder beschrieben hat, der ja ein sehr streitbarer Geist ist und mal gesagt hat, wenn ihr euch fragt, wie das damals, und das ist natürlich der Nationalsozialismus, passieren konnte, weil sie damals so waren, wie ihr heute seid. Also
Wir sehen, wir kommen jetzt an Themen, die wir eigentlich längst geglaubt hatten, überwunden zu haben. Jetzt sind diese Themen plötzlich wieder da. Hier diese Geschichte, Menschen mit russischem Pass haben keinen Zutritt in ein Lokal. Das gab ja ziemlich große Erregungen. Einer hat hier geschrieben, ekelerregend, Erinnerung an alte Zeiten. Solche Leute müssen endlich verstehen, dass Putin den Krieg führt, nicht die russische Bevölkerung und schon gar nicht die in Deutschland lebenden Russen. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also jetzt geht es wirklich darum, in irgendeiner Form anständig zu bleiben, muss ich klar sagen. Mein 10-jähriger Sohn etwa ist von seinen Lehrern jetzt aufgefordert worden, morgen in der Schule zu erscheinen in den ukrainischen Nationalfarben, also blau und gelb. Das ist ja prinzipiell absolut okay, aber es zeigt natürlich schon, dass die Sache hier auch uns jetzt massiv erfasst, dass hier eine Welle der Fall ist, auch der Euphorie, der Pro-Euphorie für die Ukraine, was völlig legitim ist, die Opfer dieses Krieges. Wir müssen helfen durch vor allem Lebensmittel, durch all das, was die Menschen brauchen, gar keine Frage. Aber es ist schon eine mentale Mobilmachung, die sogar dann über unsere Kinder läuft. Das finde ich dann schon so ein bisschen schwieriger, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und jetzt geht es um diese andere Dimension. Wir hatten Energiepreisanstiege. Jetzt geht es mal um das Eingemachte, nämlich um die Nahrung. Es hat ja Robert Habeck kürzlich gesagt, für Brot und Brötchen wird es schon noch reichen. Wörtliches Zitat. Nun ist der Robert ja nicht ganz unbeleckt, was Landwirtschaft betrifft. Er war immerhin Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Aber hier zum Beispiel mal ein Artikel heute in der Agrar heute. Weizenpreise peilen 400 Euro an, der Markt preist Krieg und Mangel ein. Mangel. Wir sehen hier unten mal den Chart von Weizen. Es ist nämlich so, dass Weizen etwas ist, was wir natürlich vorwiegend importieren. Wir haben hier in Norddeutschland etwa durchaus eine stattliche Weizenproduktion, die sehr guter Qualität ist und vor allem sehr schnell verschiffbar ist, weil die Nordsee hier sehr in der Nähe ist. Aber es würde nicht reichen, um ganz Deutschland zu ernähren. Wir haben deswegen schon eine Krisensitzung der EU-Agrarminister gesehen zu den Folgen des Ukraine-Krieges. Wir sehen, dass Mais offenkundig knapp werden kann, weil die Ukraine ein maßgeblicher Lieferant nicht nur für Getreide, sondern auch für Mais ist. Wir sehen unten mal den Mais-Chart und wir dürfen eins nicht vergessen. Wir haben heute von Finanzmarktwelt bzw. ein Freund von uns heute mit Getreidehändlern respektive Rohstoffhändlern telefoniert, zu denen er als Landwirt gute Kontakte hat. Und die haben wörtlich gesagt, auf Weizen aus der Ukraine und Südrussland kann die Welt nicht verzichten. Und es kommt noch etwas anderes dazu. Mehr als 70% der Düngerimporte, die Deutschland hat, kommen aus der Ukraine oder aus Belarus, also ehemals Weißrussland. Und Belarus ist ja jetzt auch den Sanktionen unterworfen, ist also auch sozusagen jetzt sanktioniert. Wir werden also kein Düngemittel mehr aus Belarus bekommen. Die Ukraine wird wahrscheinlich schon bald überhaupt nicht mehr in der Lage sein und ist schon gar nicht mehr in der Lage, Düngemittel zu liefern. Und es ist grundsätzlich so, dass eine Landwirtschaft, die ohne Düngemittel funktioniert, etwa 40% weniger Ertrag hat. Das ist also doch ein richtiger Faktor. Und hier unten sehen wir übrigens das Asowsche Meer, das für die Russen eine extrem große Bedeutung hat, weil es ihnen den Zugang direkt ins Schwarze Meer ermöglicht. Da auch die Stadt Mariupol, sehr, sehr wichtig, auch die Stadt Cherson, die jetzt in der Hand der Russen ist. Und wir sehen, nicht weit davon ist Odessa. Und das ist das Zentrum praktisch des osteuropäischen Getreide- und Weizenhandels. Sehr, sehr viele Rohstoffe gehen über Odessa. Das ist der wichtigste Hafen der Ukraine. Und jetzt bewegen sich ja diese Truppen der Russen auf Odessa zu. Wenn Odessa in russische Hände fällt, dann ist diese Linie komplett abgeschnitten. Das heißt, wir werden in vielerlei Hinsicht dann komplett abgeschnitten sein von der Versorgung mit Rohstoffen, mit Weizen, mit Mais, mit all diesen Dingen, die wir bisher selbstverständlich glaubten, dass die halt immer da sind, weil sie da sind. Globalisierung, das passt schon. Alles geht gut, alles ist selbstverständlich, aber jetzt merken wir plötzlich, nein, nichts ist selbstverständlich. Alles ist plötzlich in Frage gestellt. Es ist eine Art Epochenwandel, könnte man sagen. Also etwas durchaus Dramatisches. Und dieser Informationskrieg, der jetzt beginnt, es ist ja eine Frage auch von Deutungen, von Begrifflichkeiten, von Wahrnehmungsmustern, die Narrative, die in die Bevölkerung gesetzt werden. Die Russen behaupten nach wie vor, und jede Opposition medial ist ausgeschaltet, dass das eben eine militärische Sonderoperation sei, natürlich kein Krieg etc.
Das zeigt sich zum Beispiel auch beim Gaspreis, wie die Russen motivieren, warum der Gaspreis gestiegen ist. Das ist hochinteressant, werde ich Ihnen unter dem Video als Artikel verlinken. Der erste Artikel, der zweite Artikel wird sein, der Plan der IEA, wie Europa Gasimporte aus Russland innerhalb eines Jahres erheblich reduzieren kann. Da hat die IEA gesagt, also Internationale Energieagentur, niemand macht sich mehr irgendwelche Illusionen, dass Russland seine Erdgasressourcen als wirtschaftliche und politische Waffe einsetzt. Und das zeigt, dass Europa schnell handeln muss, um auf die erhebliche Unsicherheit der russischen Gaslieferungen im nächsten Winter vorbereitet zu sein. Und da hat man 10 Punkte entworfen, was da genau gemacht werden soll, werde ich Ihnen auch unter dem Video verlinken. Aber vor allem diesen Artikel anempfehlen über Odessa, den wichtigsten Hafen der Ukraine, vor dem Fall mit den Konsequenzen, die das haben könnte. Und die Konsequenzen, die Dimensionen werden immer größer dieser ganzen Geschichte. Es spult sich immer mehr auf, hat man das Gefühl, zumindest das ist mein Gefühl, vielleicht geht es Ihnen anders. Wir wollen hoffen, dass das Schlimmste vermieden werden kann. Jetzt wünsche ich Ihnen das Allerbeste und sage Servus und Ciao.